Das Heißlaufen des Rechners muss nicht unbedingt am Lüfter liegen, sondern kann auch an der Wärmeleitpaste liegen. Und wie man diese Wärmeleitpaste tauscht, klären wir in diesem Video. Zunächst einmal müssen die grundlegenden Sachen geklärt werden, was wir so alles für diesen Vorhaben brauchen. Wir benötigen zuerst einmal natürlich die neue Wärmeleitpaste selber. Dann brauchen wir ein paar Handschuhe, einen Lappen, der am besten nicht fusseln sollte, etwas Reiniger, vielleicht mit Alkohol versetzt, damit er wirklich richtig schön scharf ist, und Wattestäbchen, damit wir etwas am Ende wegtupfen können. Und zusätzlich wäre es vielleicht gut, wenn wir noch eine Plastikkarte dabei haben, um die Kühlpaste am Ende noch richtig zu verstreichen. Dieses Vorhaben beginnt dann damit, dass wir zunächst den CPU-Kühler abmontieren müssen. Bei AMD, wie in meinem Fall, ist das relativ einfach, indem man einen Bügel an der Seite hochklappt und dann zwei Widerhaken an der Seite öffnet. Dadurch kann man dann den Kühlblock mit den Lamellen nach oben ziehen. Bei Intel-Kühlern funktioniert das relativ ähnlich. Unter Umständen sitzt der Kühler ziemlich fest, weil die Paste irgendwann getrocknet ist und klebt. Das heißt, ihr müsst ein bisschen ruckeln, damit ihr den Kühler abgelöst bekommt. Danach sehen wir dann allerdings auch schon direkt die festklebende alte Wärmeleitpaste, die wir entfernen wollen. Und das machen wir einfach, indem wir etwas von unserem Reiniger auf das Tuch drauf träufeln oder drauf laufen lassen, wie auch immer ihr es machen wollt. Und dann mit dem Tuch einfach über den Prozessor selber geht und die Wärmeleitpaste langsam ablöst. Selbes solltet ihr natürlich auch noch im Prozessor-Kühler selber machen, weil dort natürlich auch Wärmeleitpaste klebt, die einfach gesagt nur dafür da ist, damit Unebenheiten ausgeglichen werden und die kühle Luft, die durch die Lamellen geblasen wird und dadurch die Metallplatte kühlt, auch wirklich perfekt an den Prozessor angepresst wird. Daher ist es auch sinnvoll, dass ihr das sehr gründlich macht, damit keine Rückstände am Ende mehr übrig bleiben. Damit ist eigentlich sämtliche Vorarbeit schon getan und wir brauchen nur noch aus der Tube mit der neuen Wärmeleitpaste ein kleines bisschen auf den Prozessor selber drauf zu machen. Das muss nicht viel sein, einfach ein kleiner Strich reicht da schon aus. Und dann habe ich das jetzt in meinem Fall mit einem Gummi-Einweghandschuh gemacht und dann mit dem Zeigefinger das verstrichen. Ihr könnt das wie gesagt auch mit einer EC-Karte oder mit was auch immer machen, Hauptsache es fusselt nicht. Damit das einfach verstreichen, es sollte eine dünne Schicht, wirklich eine dünne Schicht auf der CPU selber drauf sein. Nichts am Rand, nichts auf dem Mainboard, einfach nur eine dünne Schicht auf der CPU und keine Tropfen daneben und dann sollte das eigentlich auch schon wieder funktionieren. Falls dann doch was daneben gegangen ist, könnt ihr das mit den Wattestäbchen wieder wegtupfen, so dass ihr wirklich einfach nur auch am Rand ein sauberes Ende habt. Der letzte Schritt ist dann das Aufsetzen des CPU-Kühlers. Den bauen wir eigentlich genau umgekehrt wieder drauf, wie wir ihn abgenommen haben. Einfach draufsetzen, die Widerhaken einhaken und fertig ist das Ganze. Beachtet nur bei diesem letzten Schritt, dass ihr nicht unbedingt den CPU-Kühler noch sehr viel hin und her schiebt, damit die Paste auch auf einer Stelle liegen bleibt. Und ansonsten gibt es auch schon gar nicht mehr sehr viel mehr zu beachten. Ihr solltet nicht unbedingt auf den Prozessor mit den Fingern drauf patschen und den CPU-Kühler nicht allzu sehr verschieben. So einfach ist das Wechseln der Wärmeleitpaste eigentlich auch wirklich schon. Solltet ihr eine halbwegs gute Wärmeleitpaste verwenden, sollte euch das Erneuern der Wärmeleitpaste auch durchaus einige Grad Temperaturbonus bringen. Und am Ende noch ein kleiner PC-Modding-Tipp von mir. Und zwar, wenn ihr solche einzelnen Kabel vorne im PC rumhängen habt, zum Beispiel ein Lüfter-Y-Kabel, dann könnt ihr sie eigentlich ganz einfach mit Kabelsträngen, die man auch am Schreibtisch benutzt, zusammen machen und habt dann nur noch einen Strang, der in der Mitte durchgeht. Und das sieht in einem schwarzen Gehäuse mit einem schwarzen Schrank schon deutlich einheitlicher aus. Ansonsten hoffe ich, hat euch dieses Video wieder einmal gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche, sage tschö, bye bye und auf Wiedersehen.